Hey Leute, Olaf hier von Gameflavor. Ich habe den Lennart Bobzin neben mir, der Pro Evolution Soccer 2019 Brand Manager. Damit du uns auch noch ganz kurz erklären kannst und allen Leuten, die da draußen sind, was ist so genau deine Aufgabe bei Pro Evolution Soccer? Genau, also ich kümmere mich sozusagen um die komplette Marke, um das komplette Brand rund um Pro Evolution Soccer. Okay. Das beinhaltet unseren Konsolentitel, unsere Handyspiele, unsere Mobile-Titel, aber eben auch E-Sports. Und ist eigentlich das komplette Paket. Ich mache eigentlich alles. Es gibt sehr gut. Nichts, also quasi von A bis Z alles. Genau. Okay, ja. Perfekt. Bei uns ist es so, dass wir die Spiele alle in Englisch sozusagen testen und auch die ganzen Zitate weitergeben in Englisch. Ja. Wisst ihr schon oder weißt du schon, wer die englischen Kommentatoren sein werden für die nächste Version? Genau, die englischen Kommentatoren werden dieselben sein wie für PES 2018. Okay. Genau. Perfekt. Ja, also sehr gut. Ja. Sehr schön. Bis jetzt sind wenige Details zu My Club rausgekommen worden. Ja. Was sind denn so kleine Knowledge Nuggets, so, die du den Fans auf jeden Fall weitergeben möchtest, wo die sagen können, okay, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Später kommt zwar mehr, aber was möchtest du auf jeden Fall sagen, worauf sie sich freuen können? Genau, ich glaube, die jetzt, die, wenn es kommt, so kleinen Drops oder kleinen Teasern, ja. Also die, ich glaube, die interessantesten Punkte sind zum einen, wir haben die Player Slots erhöht, okay, auf 1000. Hinzu kommt, dass es jetzt dass es günstiger werden wird, Spieler zu akquirieren für deine Mannschaft. Und dann auch noch, dass man jetzt Duplikate verwenden kann, also Duplikate, wenn man sozusagen drei Spieler von derselben Sorte hat, dass man die zu einem neuen Spieler eintauschen kann. Wie läuft das Eintauschen ab? Also wenn ich jetzt dreimal, ich sage nur als Beispiel, dreimal habe ich Messi und ich möchte jetzt den eintauschen, ist es dann so, dass ich die Selektion habe oder ist es so, dass ich sage, alle drei fusioniere und die, dass ich eintausche, das Zufallsprinzip ist? Genau, also du hast halt eben drei Spieler derselben Art, wie du meinst, eben dreimal Messi, vom, sag ich, ist vom selben Typ, die merchst du oder fusionierst du, ja, und dann bekommst du einen neuen Spieler für dein Team. Und der ist zufällig? Dann genau, der ist zufällig, ja, aber basiert halt eben auch auf den, sagen wir, du halt eintauscht, welchen Spieler. Okay, okay, also quasi kann man, wie du sagst, also liegt es auch ein bisschen mit der Qualität sozusagen. Genau, ja. Okay, sehr gut. Ebenfalls fast dieselbe Frage, bei Master League ist ja auch noch nicht so viel rausgekommen. Was würdest du da auf jeden Fall den Fans sagen, okay, darauf könnt ihr euch dieses Jahr auf jeden Fall freuen? Ich glaube, eins der Hauptpunkte ist, ist der Fakt, dass wir halt eben die ganzen neuen Lizenzen benutzen, ja, für Meisterliga-Modus. Und darüber hinaus auch das Transfersystem wurde verbessert. Das ist jetzt mehr realistischer, mehr angepasst an dem, was in der realen Fußballwelt passiert. Und darüber hinaus auch, wir haben die ICC, International Champions Cup, auch in die Meister League mit integriert. Sehr cool. Hört sich alles sehr, sehr schön an. Am 8. August kommt die Demo, die angekündigt wurde. Ist es eher wirklich so eine Demo-Demo oder ist es eher so ein Technical Stress Test für die Multiplayer-Leute, dass man, ich glaube vor 2-3 Jahren war es so, dass der Multiplayer ein bisschen am Anfang sehr viele Lags drin hatte. Ja. Ist es eher so als Stress Test gemeint oder ist es eher wirklich als Demo-Demo gemeint? Es ist eine Mischung. Also zum, okay, einen, wenn es halt eben wenn es um Offline geht, ich meine, ja, wir haben Offline, Singleplayer und Koop drin, das ist halt eben für die Demo, dass, okay, man halt eben das Spiel antesten kann, aber halt eben auch gerade, was du meinst mit dem Online-Modus, ist halt eben so eine Art Stress-Test. Letztes Jahr hatten wir die Online-Beta für PES 2018 und dieses Jahr verbinden wir halt eben die Offline-Demo mit der Online-Demo, um halt eben zu gucken, wie der Online-Modus performt. Okay, sehr, sehr cool. Vorletzte Frage, schon fast geschafft. Ihr habt eine lange Tour, ihr habt schon angefangen, ihr habt auch noch eine lange, ja, Tour vor euch, viele Interviews schon gemacht. Ist ja oft so, dass man oft dieselben Fragen gestellt bekommt. Ja. Welche Frage wurde noch nicht oft genug gestellt, wo du sagen möchtest, okay, das möchte ich auf jeden Fall rausbringen? Mir, wie du schon gesagt hast, mir wurde einiges, eigentlich alles gefragt. Ich glaube, dass wenn es um die Lizenzen geht, sagen wir, okay, so. Klar, wir haben halt viel Feedback bekommen, viele Fragen bekommen, gerade wegen der UEFA Champions League. Klar, war halt ein Riesenthema. Wir haben viele Leute vermuten oder denken, dadurch, dass wir die Champions League verloren haben, dass wir auch Mannschaften verlieren. Ja, was halt einfach nicht der Fall ist, weil die Champions League hat nichts mit Mannschaften zu tun. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, wir haben die UEFA Champions League nicht mehr im Spiel, aber auf der anderen Seite haben wir halt, bis jetzt haben wir schon 7 neue Ligen angekündigt. Mehr Ligen werden wir relativ zeitnah ankündigen. Und da wollen wir halt einfach ein klares Statement zeigen, dass, ich meine, wir haben halt die eine Sache verloren, aber unser Fokus wird weiterhin auf Lizenzen sein. Sehr gut. Also für alle Fans kann man auf jeden Fall beruhigen, dass Barcelona spielt zwar in der Champions League, aber immer noch im Test sein. Also genau, daher alles genau, sehr, sehr das gut. Ist die richtige Antwort. Allerletzte Frage für uns. Eher so eine persönliche Frage. Mhm. Okay. So ein ganzes Development Cycle vom Spiel ist natürlich auch lang und auch manchmal ein bisschen zehrend. Ja. Was war für dich in dem Jahr, wir fragen es übrigens alle, weil es immer sehr, sehr schön zu wissen, ja, dieses persönliche Feedback. Was war für dich in dem Jahr, als du als Brand Manager jetzt agiert hast, wo du sagst, okay, das war so ein signifikanter Moment, und ich sage, okay, geil, wir haben jetzt da auf jeden Fall was Besonderes am Start,
So, wo es einfach so bei dir Klick gemacht sozusagen, wo du sagst, okay, darauf bin ich stolz oder dergleichen Sachen. Ja, für mich persönlich ist einer der Punkte sind die Ambassador und halt eben auch der nächste Schritt, Local Ambassador auf dem Cover zu haben. Ich meine, wir hatten es jetzt mit Frankreich angekündigt. In Frankreich haben wir haben Falcao als Global Ambassador, aber wir haben in Frankreich sozusagen, um unseren französischen Markt zu supporten, haben wir halt eben Falcao auch auf den französischen Cover zu sehen. Und definitiv werden zeitnah mehr Ambassadors ankündigen. Und dann werden die Leute, glaube ich, auch wissen, was ich meine, wo ich mehr stolz auf bin, am meisten stolz bin. Okay, also dafür dann nicht noch ganz drüber reden, genau. Aber das ist sehr schön. Aber die Ambassador waren alle auch so, dass sie, ich sag mal, kooperativ waren, oder war es eher so, dass es dann so ein Abtasten eher war, oder waren die von Anfang an an Bord? Nee, es waren eigentlich, also jetzt auch mit Falcao und Coutinho als Beispiel, die waren halt von Anfang an an Bord. Okay. Die fanden halt die Idee super cool und auch das Konzept, das bei uns dahinter steckt, dass wir halt einfach nicht nur die Ambassador einfach nur, ich sag mal, als Werbefiguren verwenden wollen. Wir wollen die halt eben auch in PES integrieren. Das heißt, dass sie halt auf PES-Veranstaltungen, unsere PES-Veranstaltungen besuchen und halt eben auch mit unseren Fans interagieren, sondern nicht, dass wir die einfach nur platt über Social Media verwenden und dann als reine Marketingfiguren verwenden. Okay, also das ist wirklich ein Miteinander. Genau, das ist ja. Genau, sehr cool. Damals schon, Olaf von Gameflavor, Lenny, darf ich Lenny nennen hoffentlich? Ja, wahrscheinlich jeder so. Von Pro Evolution Soccer, unser Brandmanager. Wenn ihr mehr über Pro Evolution Soccer und sonst alles wissen möchtet, seid ihr genau hier richtig. Einfach unten kurz abonnieren und dann war es das schon. Ich danke dir fürs Interview. Super. Und wünsche euch noch und dir natürlich einen schönen Tag. Haut rein.